Willkommen in den Blutbergen. Oh, die sehen aber recht blutig aus hier. Sehr schön, könnte man fast schon einziehen hier. Was sagt denn die Karte dazu? Keine Ahnung. Das ist unsere Truppe. Was ist hier? Gulmond? Gulmond, aha. Okay, dann laufen wir mal. Bevor wir hier über die Wehrbrücke gehen, wie es auf der Karte so schon heißt, schauen wir mal lieber, ob hier noch irgendwas ist. Aber da kommen wir nur an. Seht die Ruine auf dem Berg. Bald haben wir es geschafft. Diesen Fluss, über den die Brücke führt, beziehungsweise wieder ins Fürstentum Kosch in die Oberwelt. Die Blutberge. Dort oben müssen wir hin. Ist da wieder Rakorium am Start oder was? Oh, eine Schweinehirtin. Josmene. Guten Tag. Hey, du da. Du willst doch nicht etwa hinauf zur Burg, oder? Da kommt nämlich niemand rein. Aber wenn du gerne lange Aufstiege magst, bitte. Genau da will ich hin. Keiner? Meinst du, ich gelange auch nicht in die Ruine? Und was hofft wohl jemand wie du da zu finden? Ich suche ein altes Buch. Es soll vor kurzem in der Ruine aufgetaucht sein. Es soll da ein großer Zwergenschatz verborgen sein. Den will ich heben. Aber erzähl es nicht weiter. Und dann haben nicht nur wir Schwestern Satuarias bemerkt, dass in der Ruine Seltsames vor sich geht. Hör zu, ich bin eine Hexe des Dunkelwaldes. Vielleicht können wir dir ja helfen, in die Ruine zu gelangen, aber eine Hand wäscht die andere. Na gut, was willst du? Eine Hexe! Mit dir mache ich keine gemeinsame Sache. Scher dich fort! Die Inquisition soll nicht ungestraft in den Dunkelwald eingedrungen sein. Die Praios-Diener haben ein Lager aufgeschlagen. Bring mir von dort ihren Messwein, damit ich ihn mit einem Fluch belegen kann. Du findest den Wein wahrscheinlich in einer Reliquienkiste. Und vielleicht findest du dort, was macht das Schwein hier, auch den, wie heißt der, Marquis de Otto. Nein, den Typen da, der abgehauen ist, den Kastan Wagnitz, genau. In Ordnung, du sollst den Messwein bekommen. Wenn das mal gut geht. Das wäre ein Sakrileg. Nein, das kann ich nicht tun. Ach, Quatsch. Das gestohlene Wissen wurde aktualisiert. Du findest mich hier, wenn du ihn hast. Kannst du mir vielleicht einen Rat geben, wie ich an den Wein am besten rankomme? Wenn ich das wüsste, würde ich das Gesöff selbst holen, Bruder. Am schwierigsten wird es sein, das Lager der Prajoten zu betreten, beziehungsweise es wieder zu verlassen. Tu am besten so, als ob du den Sonnengott verehrst und dich ihnen anschließen willst. Aber ich würde gern noch etwas wissen. Ja? Wieso hütest du Schweine, wenn du eine zaubermächtige Hexe bist? Du weißt nicht viel über die Hexerei, oder? Du bist ja nur selbst ein Magier. Hexen verbergen ihre wahre Natur oft vor ihrer Umgebung, sonst werden sie verbrannt. Oder gehen einem gewöhnlichen Leben als Bäckerin, Magd oder Jägerin nach. Als Hirtin habe ich ein gutes Auskommen. Und kein so gutes Einkommen. Was sind Hexen? Orangene Haare, die Warze fehlt ein bisschen. Ja, doch, passt. Kennt sie bestimmt noch mit Kräutern aus. Oh, neugierig. Wir Töchter Satuarias leben für eine Zauberei der Gefühle, Leidenschaften und der Natur. Manchmal nennt man uns auch Hippies. Jede Hexe gehört einem örtlichen Zirkel an, der sich zu wilden Hexenfesten im Feuerschein trifft. Und jeder muss einen eigenen Besen mitbringen, dann tanzen wir im Kreis und singen Lieder. Verstaubte Bücherstuben und muffige Roben sind nur etwas für engstirnige Gildenmagier. Ja, aber was gibt es über den Dunkelwald zu erzählen? Außer der Ruine Blutberge liegt das Gut Dunkelforst in der Nähe. Ich führe die Schweine des Gutes zu Eichelmast und tausche mich gerne mit der Weberin Morla aus, die meine Gesinnung teilt. Reisende sollten sich vor Wölfen und Feuerfliegen in Acht nehmen. Der Wald ist auch Revier von Humbert und seinen Räubern, aber hier hat man nichts von ihm zu befürchten. Er führt seine Überfälle nur an der Straße nach Ferdok aus. Außerdem brennt er einen guten Schnaps.
Kann es sein, dass wir den Arvestroll schon erledigt haben? Das ist ja, glaube ich, ganz in der Nähe. Noch eine andere Frage. Und zwar, was ist mit der Inquisition? Verbohrte Gotteskriecher, die alle Andersgläubigen auf den Scheiterhaufen bringen möchten. Wie uns Hexen zum Beispiel. Jede Hexe, die klug ist, wird sich vor ihnen verbergen. Du findest die Prioten wohl in Lagern oder auf Streifzügen durch den Wald. Auf bald. Boah, das scheint ja eine recht nette Hexe zu sein. Wenn wir die nicht irgendwann im Team haben, na, wer weiß schon. Was haben wir hier? Conchine ist ja gut, das reicht auch langsam. Messweinburg. Ich denke, wir gehen erstmal den Messwein holen, oder? Sonst gehen wir zur Burg. Sie hängen komischen Aberglauben an und am schlimmsten, sie leugnen die Existenz der Herren. Rondra. Der Herrin Rondra. Noch mehr Reisende. Ronkwa hatte recht. Dieser Wald ist wirklich eine Goldgrube. Eda, legt eure Waffen nieder und gebt uns all euer Gold. Dann wird euch vielleicht nichts passieren. Nicht so schnell. Dieser Wald gehört Humbert und nicht Ronkwer. Bitchfight. Gestalten wie ihr sind hier nicht willkommen. Euch würde ich aber trotzdem bitten, die Waffen zu strecken. Das Gold gebt lieber uns. Wir sind ehrliche Räuber und keine Halsabschneider wie Ronkwers Spießgesellen. Schwächlinge wie dich haben wir gerade noch gebraucht. Schaut mal, Männer. Humberts Mädels sind auch da. Und du hörst mir mal gut zu. Ignorier die Vogelscheuchen da und mach einfach, was wir dir sagen, klar? Oder ich hau euch beiden aufs Maul. Wartet, ihr verwirrt mich. Von wem redet ihr hier eigentlich die ganze Zeit? Anrabo. Ey, der hat gerade Mädels genannt. Wollt ihr das auf euch sitzen lassen, dann werden wir die wahrscheinlich gegeneinander aufhetzen oder mit Rabor Franco aufs Maul hauen. Oder an Franco, was hältst du davon, wenn wir die Vogelscheuchen gemeinsam fertig machen? Und dann teilen wir uns die Beute. Genau das wäre hier an Rabo wahrscheinlich. Bei Felix gleich zwei Kopfgelder. Gleich zweimal Kopfgeld für mich. Falls auf eure lächerlichen Banden überhaupt Dukaten ausgeschrieben sind. Das wäre beide kaputt hauen und das werden wir wahrscheinlich machen, weil, ich meine, wir können's. Und Erfahrung und Beute. Also warum nicht? Aber erst ein bisschen Information. Ich rede von Ronkwer, dem mächtigsten und stärksten Banditen im ganzen Mittelreich. Dieser Wald und die Handelsstraße hier waren viel zu lang in der Hand dieser Gruppe von Schwächlingen. Mächtigster und stärkster Bandit. Ein Totschläger und Halsabschneider ist das und ein Feigling. Humbert würde mit diesem Emporkömmling den kurzen Prozess machen, wenn er sich mal in unser Lager trauen würde. Was haltet ihr davon, wenn wir diese Totschläge gemeinsam fertig machen? Ich stand schon immer gerne auf der Gewinnerseite. Lass uns diese Vogelscheuchen fertig machen. Das ist eigentlich das Gleiche, oder wie? Da steht es nicht, an wen es gerichtet ist. Totschläger ist wahrscheinlich Franco Kaputauen und Vogelscheuchen Rabor heißt er? Genau, Kaputauen. Aber nö. Jetzt gibt's erstmal ordentlich den Hintern versohlt, Freunde. Große Worte, Junge. Leute, vergesst mal kurz Humbert, Leute. Stopfen wir erstmal diesem Aufschneider das Maul. Räuber und Banditen wurde aktualisiert. Jungs, ihr habt Ronkwas Spießgesellen gehört. Wir können nachher noch entscheiden, wem dieser Wald gehört. Jetzt setzt es erstmal Hiebe für das Großmaul hier. Och nö, scheiße. Gerade ist das Skelett natürlich gestorben, oder wie? Wahrscheinlich in der Zwischenzeit während der Szene. Kann uns nicht die Hexe helfen? Na, und warum ist es hier eigentlich so dunkel geworden, wollte ich mich gerade fragen. Aber da kam ja schon die Cutscene. Ach, das sind ja nur 6 Leute. Das wird ja kein Problem sein, oder? So. Der steht natürlich direkt am ganz vorne. Das heißt, du gehst dahin. Zauberst das Skelett. Meint ihr? Du. Wie sieht denn das hier aus? Franco 55. Ronkwers Handlanger 32. Ronkwers Handlanger 32. Rabor 30. Nur Humberts Räuber 25. Humberts Räuber 25. Dann geht du mal auf Franco. Meine Rache. Oder? Nee, hauen wir erstmal einen Humbertsräuber weg, weil das Kleinvieh ist. Na klar. Und du auch auf den. Und ich hoffe,
Die werden nicht hier unsere Fernkämpfer angreifen, weil dann werden die im Nahkampf und wie wir wissen, ist es dann ja voll blöd für die. Und ihr dürft... Ich mach das schon. Ihr könnt ihm übrigens auch das hier machen. Aufgepasst. Befreiungsschlag, ja, auch auf den. So. Weil die werden wahrscheinlich gleich von allen... Obwohl... Nee, greift das mal normal an, weil es ist ja nur auf die, die einen selbst angreifen und nicht die, einfach die in der Nähe stehen, glaube ich. Gut. Alter, du solltest da weglaufen. Und... Einmal geschwind die Lage eruieren. Du wirst von dem angegriffen, das heißt, du greifst da einmal an, dass du parieren kannst. Du machst dann noch, oder? Nee. Machen. Greif mal den an. Ihr müsst erstmal eure Angriffe. Oh Gott, oh Gott. Das wird gleich wehtun wahrscheinlich. Angriffe ausführen. Ach Quatsch, komm hier. Na, Befreiungsschlag. 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 Ja, das sieht doch, glaube ich, schon ganz gut aus. Hier ist anscheinend schon einer gefallen. Nee, das ist unser Skelett. Doch, da ist einer gefallen. Humberts Räuber. Du greifst den an mit einem Wuchtschlag. Ich versuche mein Bestes. Du willst den angreifen. Frenko und Rabor. Für Ardo. Hau den mal weg. Alle mal hergehört. Ulana geht auf den, ja, im Zweikampf. Und du Skelett, Kladdis. Greif den mit an. Das ist in Ordnung. Gut. Ulana auf Frenko, ja. Nee, geh erstmal auf den. Lade es auch auf den, dass unser Magier hier mal frei ist. Aufgepasst. Und du wirst gerade von zwei in die Mangel genommen. Das ist natürlich blöd, ein bisschen. Aber na gut. Du wirst doch schon überleben. So. Du stellst dich dahin, hoffentlich. Oder wir machen erstmal. Ich versuche mein Bestes. Alles klar. Greif den an. Der ist ja gerade gefallen. Franco geht auf Ulana. Das heißt, ihr müsst den, damit separieren kann. Okay, gut. Dann Magier. Heil vor Grimm. So, heile er ihn doch. Wo stand der denn? Keine Ahnung. Ja, du darfst auch gerne angreifen, ne? So ist nicht. Sehr gut. So haben wir die maximale Beute und die maximale Erfahrung mitgenommen. Und dann sammeln wir einmal auf. Oder wir machen so. Du, mein lieber Freund, wirst, da wir gleich sicher wieder ein paar neue Leute treffen werden, hier dingsen. Aufgepasst. Und du sammelst währenddessen ein. Wow, die haben auch voll die tollen Sachen dabei, immer. Lohnt sich richtig, die auseinanderzunehmen. Alter, das sind Pfennige. Ja, das sieht doch schon besser aus. Ja, die beiden Bosse halt. Waren es alle? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jo. Das waren alle. Das Skelett noch buffen. Gut, speichern. Wir haben die Quest abgeschlossen. Juhu. Räuber und Banditen, jetzt ist die alte Ordnung im Dunkelforst wiederhergestellt.
Jo, die werden kein Gesetz mehr brechen, weil ihre Knochen ja gebrochen sind. Und weiter geht's. Wir könnten uns natürlich auch abseits des Weges aufhalten. Aber ich weiß nicht, ob wir da so viel sehen werden. Ich meine, wir wollen natürlich alles erkunden. Einbeerenstrauch, aha. Kann man da 10 Einbeeren oder so pflücken, vielleicht. Was ist da? Gulmond, na gut. Vielleicht trifft man da irgendwelche Wölfe oder so. Kann man die Erfahrung mitnehmen, auf jeden Fall. Ach, Hausschweine sind ja gar keine Gegner. Wir werden auch abseits der Wege laufen. Das hier erinnert mich irgendwie gerade sehr an Avestroy. Nur in Dunkel, sozusagen. Sie haben ja auch durch den Wald gelaufen die ganze Zeit. Schön hier. Bis auf die Dunkelheit. Bleib doch nicht stehen. Lauf. Mann, Alter. Ich muss, glaube ich, echt die Batterien austauschen irgendwann. Alter, das gibt's doch nicht. Es reagiert hier fast gar nicht mehr, oder wie? Also es kann sein, dass ich nachher mal unterbrechen muss. Die Aufnahme ganz kurz. Wow, 5 Einbeeren nur. Ach, da sind ja noch mehr. Und dann neue Batterien holen. Ist ja schon ein paar Mal mit meiner Maus passiert. Aber egal. Dazu dann, wenn es soweit ist. Fehlschlag? Was? Bonus plus 2, erschwert um 3. Alter. Also wirklich. War das gerade eben noch 17 oder so frei? Und dann schaffst du das nicht. Ich dachte, du bist talentiert, Rulana. Ich habe mich wohl in dir getäuscht. Oh, Wildschweine. Ach ja, gut. Zum Angriff. Ach, da kann eigentlich... Glattes hier. So. Amazone voraus. Und bitte, die sind ja nicht sehr stark. Hatten wir... In Avestroy ja auch ein paar Mal, obwohl da könnt ihr trotzdem den ein oder anderen Wuchtschlag reinsammeln. Das schadet nix. Ja, du darfst auch angreifen, Gladys. Aufgepasst. Gut. Ich nehme die Sache in die Hand. Dann wieder looten, kennt man ja. Wildschweinfälle, die kann man sicher gut verkaufen, oder? Oder braucht man die für irgendwelche Sachen? Bestimmt nicht. Bärenfälle, Wolfsfälle und sowas haben wir alles verkauft. Ja, kann man mit Sicherheit gut verkaufen. Fellhandel war zu der Zeit, in der es spielt. Gut, ist es nicht in der realen Welt, aber in dem Setting. Ja, doch, ein recht... ertragreicher und oft ausgeübter Betrieb. Ah, da oben ist das Lager von denen. Ich bin mal so rollenspielgerecht und werde den Rest der Karte jetzt nicht erkunden. Weil wir wahrscheinlich später noch durch die ganze Karte gehetzt werden. Ich erinnere mich da an mein Moor. Bannstrahler. Diese verdammten Gesetzlosen. Ich wünsche, der Inquisitor würde uns endlich den Befehl geben, sie auszuräuchern. Das habe ich für euch schon getan. Mögen Preis das Leiden, bla, das sind nur irgendwelche Patrouillen. Aber wenn wir den Messwein geklaut haben und die das merken, Amboss, Messwein, Lagermeister, dann werden die bestimmt Jagd auf uns machen. Die haben hier sich echt ein interessantes Lager errichtet. Eine schöne Palisade.